Samstagmorgen, 7 Uhr. Ein Lokschuppen im thüringischen Schleiz. Michael Rauchfuß vom Förderverein Wiesenter Talbahn öffnet die Tore. Die rund 60 Jahre alten Schienenbusse sollen heute wieder zum Einsatz kommen. Rauchfuß beginnt sofort mit der Inspektion. Auch alles in Ordnung. So, Motor 2. Auch die Keilriemen der Lichtmaschinen, ist auch alles in Ordnung. Das ist jetzt ein bisschen wie beim Auto, ne? Das ist wie beim Auto, richtig. Nur mehr. Wie präsentiert sich denn die Technik heute bisher für Sie? Gut, gut. Ich denke, es wird wie immer alles funktionieren. Das heißt, wie immer, wie sieht es aus mit den Fahrtagen? Dass wir noch keinen Fahrtag ausfallen lassen haben, weil die Technik versagt hat. Darauf sind wir ganz stolz, die Schienenbusse laufen seit September 14, seit der zuerst gekommen ist und die anderen beiden. Zuverlässig, ohne Störung. Technik der 50er Jahre, Oerdinger Schienenbus, aber sehr robust und sehr zuverlässig. Das ist der Grund, weshalb Rauchfuß und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter die alten Dieseltriebwagen liebgewonnen haben. Schauen wir nochmal ein, dass wir unterwegs nicht stehen bleiben. Vier Motoren, das heißt, wir haben auch vier Tanks. In jedem Tank sind 200 Liter Diesel, damit kommen wir ca. 500 Kilometer. Wir wollen ja heute auf unserer Strammstrecke Schönberg-Schleiz-West viermal herfahren, das heißt 130 Kilometer fahren wir heute. Reicht also der Diesel auf jeden Fall. Um 8.05 Uhr soll der erste Zug auf die Strecke gehen. Und so langsam kommt Bewegung auf, im Lokschuppen und drumherum. So machst du dann mal die drei Lampen an, ja? Michael Rauchfuß ist im Hauptberuf technischer Ingenieur bei der Plauener Straßenbahn. Hier ist er ehrenamtlich aktiv, wie alle anderen auch bei der Wiesenter Talbahn. Willst du rein? Das frühe Aufstehen an den Wochenenden, wenn Fahrtage sind, nehmen sie gern in Kauf. Denn es ist alles andere als selbstverständlich, dass hier Züge fahren. Die Nebenstrecke Schleiz-Schönberg, die Wiesenter Talbahn, war schon einmal komplett stillgelegt. Zwischen 2009 und 2011. Doch Rauchfuß und Co. wollten das nicht hinnehmen. Sie hatten eine Idee, um ihre Strecke zu retten. Und am Ende haben diese Schienenbusse ihnen dabei geholfen. So dachte man es sich auch schon mal in den 50er und 60er Jahren. Der Druck war riesig, Nebenbahnen rentabel zu betreiben. Viele Bahnlinien auf dem Lande, insbesondere im Westen, wären dicht gemacht worden, hätte es sie nicht gegeben. Die Schienenbusse waren die Retter. Weil letztendlich diese Schienenbusse ermöglicht haben, den Dampflokbetrieb auf Nebenbahnen einzustellen. Das heißt, man brauchte dann nicht mehr diese aufwendigen Arbeiten an den Dampfloks durchzuführen und vor allen Dingen personalmäßig kein Heizer mehr. Dieses Fahrzeug fährt man mit einem Lokführer. Ein kostengünstigerer Betrieb, wie der Dampfbetrieb. Und deswegen sagt man zu diesen Schienenbussen auch Retter der Nebenbahn. Ende der 50er Jahre kam der Schienenbus Ost. Ingenieure im VEB-Waggonbau Bautzen entwickelten ihn. Später wurde er auch in Görlitz gebaut. Die Ostvariante kam in der Form etwas bauchiger daher als das Westpendant, der Uerdinger Schienenbus. Und sie hatte bald den Spitznamen Ferkeltaxi weg. Silvio Köstner hat den Namen aufgegriffen und seinen Verein danach benannt. Traditionsgemeinschaft Ferkeltaxi. Der Chemnitzer ist einer der größten Fans der ostdeutschen Schienenbusse. Er weiß aber auch, wer von wem abgekupfert hat. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass der Oettinger schon als Vorbild für das Ferkeltaxi an sich, für den ostdeutschen Schienenbus gedient hat. Die ersten Ferkeltaxen bei uns, die hatten ja selber noch einen Westmotor und Westgetriebe, Büssing-Motor drin. Mit weniger als 200 PS Leistung ging es auf die Nebenstrecken. Das reichte, um rund 50 Fahrgäste vom Dorf in die Stadt und wieder zurückzubringen. Fast alles wurde in den rappligen Zügen transportiert. Die Bauern oder anderen Gewerbetreibenden hatten halt ihre Ferkel, Hühner, Gänse oder was weiß ich, oder ihre Produkte halt, auch Gemüse und Obst, immer regelmäßig zu den Wochenmärkten gefahren. Und das erfolgte natürlich nicht wie heute im Auto, im eigenen, sondern im Ferkeltaxi. Und so kam es eben, dass wirklich insbesondere in diesen Traglastenabteilen von den Bei- und Steuerwagen dort eben dann Kiepen mit kleinen Ferkeln standen. Und dann war der Name Ferkeltaxi geboren.
Früher waren die roten Wagen auf den Gleisen im Osten allgegenwärtig. Inzwischen sind sie längst aus den Fahrplänen verschwunden. Und es bedarf Enthusiasten wie Silvio Köstner, die dafür sorgen, dass die Erinnerung an die Retter der Nebenbahn lebendig bleibt. Alles begann im Jahre 1994. Damals besuchte der Lokführer und Eisenbahnromantiker das Reichsbahnausbesserungswerk Halle, kurz RAW. Mit ein paar Freunden nahm er an einer Führung teil. Und dann haben wir zwei Ferkeltaxen auf dem Hof stehen sehen. Und das waren zwei alte. Und da ich gerne alte Sachen erhalte, war die Frage dort dann im Raum gestanden, was geschieht mit den Zweien? Und da wurde uns gesagt, na, die sind Schrott. So, und da haben wir gesagt, gibt es eine Möglichkeit, diese vielleicht zu erhalten. Und letztendlich sind wir dann 1997 nach diversen Reparaturen, die dann noch im RAW Halle erfolgten, mit unserer ersten eigenen, vereinseigenen Ferkeltaxe Richtung Elsnitz im Erzgebirge gefahren. Gewagt. Würden Bahnfans überhaupt bereit sein, für eine Sonderfahrt mit einem schnöden Dieseltriebwagen statt einer schicken Dampflok zu bezahlen? Doch die Rechnung ging auf. Also die Nachfrage war eigentlich von Anfang an vorhanden. Vor allen Dingen konnten wir halt mit unseren Schienenbussen, mit den Ferkeln auch Strecken befahren, wo zum Beispiel Sonderzug mit Dampflok keine Umsatzmöglichkeit hatte am Endbahnhof oder so. Und gerade so für kleine Events oder für Pendelfahrten zu diversen Bahnfesten war das natürlich genau das richtige Fahrzeug. Inzwischen hat die Traditionsgemeinschaft vier Ferkeltaxen gerettet. Zwei davon sind bis heute im ursprünglichen Zustand erhalten. Als sie vor über 50 Jahren in Görlitz gebaut wurden, ging es im Führerstand noch recht rustikal zu. Ja, und dann hat man das alte Führerpult mit allem, was man zum Fahren brauchte, aber auch nicht mehr. Man hatte hier die Möglichkeit, Gas zu geben, hat man die Motordrehzahl reguliert und man hat im Prinzip hier das Getriebe geschaltet, den ersten Gang eingelegt, dann hat man Gas gegeben, beschleunigt, kurz zurückgenommen das Gas, den nächsten Gang und wieder Gas gegeben. Daher auch der Spitzname Strickliesel. In den 90er Jahren wurden viele Taxen umgebaut. Im Cockpit hielt modernere Technik Einzug. Die Bedienung ist geschrumpft auf nur noch ein halbes Besteck, wie man so schön sagt. Nur zur Regelung der Motordrehzahl. Und hier hat man eben das neue Getriebe, das Voltiva-Getriebe, was den Triebwagen antreibt. Und da gibt es nur noch neutral, DW Drive und ersten oder zweiten Gang jeweils, wenn man diese jeweiligen Drehzahlen braucht. Mit diesen modernisierten Schienenbussen startet Silvio Köstner regelmäßig zu Sonderfahrten. Und sorgt so zwischen Ostsee und Erzgebirge bei seinen Fahrgästen für eisenbahnnostalgische Glücksgefühle. Vor allen Dingen die älteren Fahrgäste unter uns, die schwärmten dann reinweg und sie meinten dann, ach, wie in der guten alten Zeit und wie habe ich das Rütteln vermisst. Ja, natürlich, die heutigen modernen Fahrzeuge sind natürlich wesentlich komfortabler, aber das ist eben das, was man so sagt, das war eine richtige Eisenbahn. Du spürst jeden Schienenstoß, du merkst, wie das Fahrzeug sich auf den Gleisen bewegt und ja, das kriegt man eben halt alles leiser mit als in den modernen Fahrzeugen von heute. Rüttelplatte, so hießen die Schienenbusse auch. Und es gab noch mehr Bezeichnungen. Weitere Spitznamen für unseren schönen Schienenbus sind beispielsweise Blutblase. Ich denke, das erklärt sich von selbst. Das ist die rote Farbe. Die Form des Fahrzeugs vorne. Aber ein sehr bekannter Spitzname für unsere Schienenbusse ist natürlich auch noch das Sandmännchen. Warum? Weil unser Sandmännchen vor vielen, vielen Jahren genau mit so einem Triebwagen mal über den Fernsehschirm gefahren ist. Ja, der Schienenbus. Er weckt bei vielen Menschen Erinnerungen. Ich bin selbst als kleines Kind schon mitgefahren, weil wenn wir in Urlaub gefahren sind, wir sind immer mit dem Zug gefahren. Und so war es dann meistens gerade in Brandenburg oder Mecklenburg oder so. Wenn wir dort Urlaubsdomizile hatten, war es eben so, dass meistens auf den Nebenstrecken dann eine Ferkeltaxi kam. Alter Kiefernwald, kleiner verträumter Bahnhof und die rote Ferkeltaxe.
Während im wiedervereinten Deutschland die Zeit der Ferkeltaxen langsam zu Ende ging, erlebten die Fahrzeuge im Ausland oftmals einen dritten oder gar vierten Frühling. Für mich glücklicherweise sind recht wenige Ferkeltaxen verschrottet worden. Es sind viele nach Rumänien verkauft worden, nach Nigeria sogar, Spanien sind etliche gegangen. Und einige Ferkeltaxen traten auf ihre alten Tage sogar eine Reise über den großen Teich an und sorgten im Kuba Fidel Castros noch jahrelang für revolutionäres Tempo auf karibischen Schienen. Hierzulande haben längst die Nachfolger der Schienenbusse den Verkehr auf den Nebenbahnen übernommen. Moderne Dieseltriebwagen. Ferkeltaxe und Co. sind noch bei Sonderfahrten unterwegs, im Maßstab 1:1. Aber sie gibt es nicht nur in Originalgröße. Bei Uwe Siebert im Erzgebirge drehen sie als TT-Modell im Maßstab 1:120 ihre Runden. Als Kind ist der Krottendorfer nur ein einziges Mal im Urlaub selber mit dem roten Schienenbus gefahren. Und erst nach der Wende, seit hier die Erzgebirgische Aussichtsbahn fährt, bei uns zwischen Schwarzenberg und Annaberg, ist ja gleich vor der Haustür, dann sind wir natürlich wieder mehrfach mitgefahren. Und dann kam eigentlich auch erst die Liebe zur Ferkeltaxe und deshalb gehört die halt auch zur Sammlung. Und das in allen Formen und Farben. Auf Sieberts Gleisen geht es in puncto Ferkeltaxi ziemlich bunt zu. Der Betrachter sieht also keineswegs nur rot. Uwe Siebert hat sich in den letzten Jahren alle Ferkelvarianten zugelegt, die es für seine Spur gibt. Zum Beispiel diese hier in der ungewöhnlichen stahlblauen Lackierung. Selbst viele Fans dürften nicht wissen, was es damit auf sich hat. Die stahlblaue, das ist die Messelackierung. Das ist der zweite Prototyp, der überhaupt gebaut worden ist. Und so stand die auf der Messe in Leipzig. 1959 war das. Steht er eigentlich sehr gut, wurde leider nicht so weiter verfolgt. Mitte der 60er Jahre wurde, wieder auf der Leipziger Messe, der Öffentlichkeit ein verbesserter Schienenbus präsentiert. Dieses Mal in einem rot-weißen Messeanstrich. Bei ihrem Umbau in den 90er Jahren erhielten die Fahrzeuge dann die sicher vielen noch bekannte mintgrüne Lackierung der Deutschen Bahn. Kein Ferkeltaxi, aber auch ein interessanter Schienenbus ist dieses Fahrzeug. Es war einst dazu gedacht, die roten Triebwagen zu ersetzen, kam aber am Ende bei der Deutschen Reichsbahn über zwei Prototypen nicht hinaus. Uwe Siebert und seine geliebte Spur der Mitte gehören einfach untrennbar zusammen. Er hat es in seinem langen Modellbahnerleben niemals mit der großen Spur H0 versucht, auch nicht mit der kleinen Spur N. Also von Kind an hatten wir die Idee und auf jedem Wunschzettel, ob Geburtstag oder Weihnachten, stand eine Lok oder Wagen und ist eigentlich bis heute so geblieben. Also vom Prinzip, ich könnte jeden Geburtstag, jedes Weihnachten was für die Eisenbahn haben. Und die Idee, wie gesagt, das passt, da kriegt man viel drauf. 6 Quadratmeter sind das hier, 65 Meter Gleis, es fahren 18 Züge, was will man mehr? Ja, was will man mehr? Vor allem, wenn die Anlage in einem eigenen Zimmer steht, das sich der Modellbahner mit niemandem teilen muss und in dem er nach Lust und Laune schalten und walten kann. Das hat Siebert von Anfang an genau so geplant. Als wir das Haus gebaut haben, war das, ja, dachte ich, lassen wir mal ein Zimmer frei. Und das soll das Eisenbahnzimmer werden. Ja, das ist natürlich ein Traum, wenn man einfach mal sagen kann, jetzt gehe ich spielen. Und man geht in sein Eisenbahnzimmer, lässt die Züge fahren. Herrlich. So paradiesisch sah es für Michael Rauchfuß und seine Wiesenta-Talbahn um das Jahr 2009 herum nicht aus.
Kaputte Schwellen auf ganzer Strecke. Die Bahn zwischen Schleiz in Thüringen und Schönberg im sächsischen Vogtland komplett heruntergekommen. Offenbar nach Plan. Man hat also die letzten Jahrzehnte die Instandhaltung hier unterlassen, weil man wollte, dass diese Strecke abbestellt wird. Und wir sind jetzt dabei, sukzessive diese alten Holzschwellen zu wechseln. Auf vielen Kilometern sind sie schon ausgetauscht. Die Menschen zwischen Schleiz und Schönberg wollten es nämlich nicht hinnehmen, dass ihre Bahn stirbt. Man hatte sogar vor, hier die Strecke auch abzubauen und einen Radweg drauf zu bauen. Und das war eigentlich die Initialzündung in Mühltroff, dass sich Mühltroffer Bürger gefunden haben, die gesagt haben, wir möchten nicht, dass die Strecke stillgelegt wird und verschwindet für immer. Ja, wie macht man das, wenn man eben eine Strecke, wo nichts mehr fährt, erhalten kann? Und die Antwort ist eigentlich ganz einfach, man muss drauf fahren. Und das taten sie dann auch. Weil sie keinen eigenen Zug hatten, mieteten sie Fahrzeuge an. Unter anderem ein Ferkeltaxi. Alles mit einem Kalkül. Naja, der Schritt war eigentlich der, dass wir als Verein Züge, also Verkehrsleistungen bestellt haben. Die mussten natürlich gewährt werden, also die Deutsche Bahn musste die Trassenbestellung annehmen. Und wir sind hier drauf gefahren und damit ist die Strecke betriebsfähig geblieben. Doch das Anmieten war auf die Dauer zu teuer. Deshalb der nächste Schritt, ein eigenes Fahrzeug. Unser roter Triebwagen und später sind dann noch die zwei blauen Triebwagen dazugekommen, örtlicher Schienenbusse. Und wie gesagt, diese drei Fahrzeuge sind unser Bestand. Wir haben jetzt so 35 bis 40 Fahrtage touristischer Verkehr auf dieser Strecke. Und dadurch ist die Strecke eben weiter in Betrieb und sie wird es auch bleiben, solange der Verein hier auf dieser Strecke fährt. In Zusammenarbeit mit der DRE, der Deutschen Regionaleisenbahngesellschaft, betreiben sie die Strecke. Die Wiesentertalbahn liegt im südlichen Zipfel von Thüringen und Sachsen. Sie führt über rund 15 Kilometer vom Bahnhof Schleiz West, über Wüsten-Dittersdorf, Lössau, Langenbuch und Mühltroff nach Schönberg im Vogtland, mit Anschluss an die Bahnstrecke Plauen und Hof. An diesem Fahrtag im Oktober startet die erste Fahrt um 8.05 Uhr. Gut vorbereitet auch die Fahrgäste. Das ist schon auf jeden Fall schon lange geplant. Eigentlich schon über ein Jahr, wenn ich das jetzt zurückverfolge. Komplettes Picknick mitgebracht, ganz genau so ist es. Heute geht's mal los, heute haben wir alle beide Zeit. Und dann machen wir das so. Sie wollen es sich mal gut gehen lassen und dabei die Landschaft genießen. Ich muss das mal auspacken. Susi, pack mit aus. Astrid Rauchfuß kümmert sich um die Gastronomie im Schienenbus. Auf ihren Mann Michael Rauchfuß wartet noch ein ganz besonderer Job. In Mühltroff kreuzt die Bahn eine Bundesstraße. Die Schranke ist außer Betrieb. Also regelt Michael Rauchfuß als lebende Schranke den Verkehr. Bisher sind nur Vereinsmitglieder und ihre Freundinnen und Freunde im Zug. Im Bahnhof Schönberg wird eine Gruppe erwartet. Endlich zahlende Gäste, auf die sich auch Schatzmeisterin Astrid Rauchfuß freut. Die Wiesentertalbahn braucht sie, damit am Ende des Jahres die schwarze Null steht. Doch dann die böse Überraschung. Keine Gruppe. Der Bahnsteig bleibt leer. Enttäuschung in Schönberg im Vogtland. Frust auch bei Silvio Köstner in Chemnitz. Eigentlich wollte er in diesem Jahr mit seinen Ferkeltaxen regelmäßig unterwegs sein. Im Advent sollte es hinauf zum Weihnachtsmarkt in Annaberg-Buchholz gehen. Lichtelfahrten. Doch die Pandemie zwingt alle und alles zum Stillstand. Köstner und seine Mitstreiter Frank Illing und Wolfgang Lindner besprechen die Lage. Ja, ich habe wieder Leute angerufen, Frank. Ach, lieber Gott. Mit den Lichtelfahrten. Ich muss dich leider vertrösten auf nächstes Jahr. Da bleibt Ihnen nichts weiter übrig, als das nächste Jahr schon einmal zu planen. Eventuell nochmal ein Bierseminar. Ja, wobei ich das Bierseminar erstmal hinten anstellen würde, weil es findet dann in geschlossenen Räumen statt. Also das kann man im Kopf haben, ja, aber richtet sich noch nicht terminieren im Endeffekt. Ne? Nur mal sehen. Irgendwas wird schon.
Und dann wollen wir ja auch wieder 4 Tage richtig. Nach Rügen fahren. Das richtig. 4 Tage Rügen im April. Und dann, was im April stattfinden sollte dieses Jahr, verschieben wir auf Oktober nach Usedom. Außerdem nutzen die Chemnitzer die Zeit, um an ihren Fahrzeugen zu arbeiten. Alexander Kohlberg ist Chef einer Hydraulikfirma und will Köstner helfen, das leidige Problem der knallenden Türen zu lösen. Nochmal zu. Künftig sollen die Türen sanfter öffnen und schließen. Ungefähr raus. Ich weiß ja, wie der Hub ist. Ja, und der Kolben, der muss eben bleiben. Aber wenn du sagst, hinten an der Hülse, am Zylinder selber, brauchen wir hinten ja noch ein bisschen Platz. Sieht man ja hier sehr schön. Ne? Hier ist ja Platz nach vorne. Trotz allem hat Köstner seinen Humor noch nicht verloren und hält einen Tipp für uns parat. Und wenn Sie die Ferkeldachse jetzt schon mal fahren sehen möchten, kommen Sie einfach ins Modellbahnland Erzgebirge. Zwar hatte auch das Modellbahnland Erzgebirge vor den Toren von Annaberg-Buchholz in diesem Jahr viele Monate geschlossen. Aber extra für uns hat Sven Karras den Schienenbus einmal aus dem Lockdown aufgeweckt. Den Anlagenchef hat es aus dem hohen Norden in die Berge verschlagen. Ich bin von der Insel Rügen, da gab es aber keine Ferkeltaxen. Woran ich mich erinnern kann, war, wenn wir bei meiner Oma waren in Mecklenburg, in Melkow, das liegt bei Ludwigslust drüben. Die hat nicht weit von Gleisen gewohnt. Und da konnten wir die immer sehen, mein Bruder und ich. Heute kann er die legendären Triebwagen täglich sehen, wenn sie auf Europas größter Spur-1-Anlage unterwegs sind. Hier fahren normalerweise über 30 verschiedene Züge. Trotzdem fallen die Ferkeltaxen den Besuchern ins Auge. Viele schmunzeln, ach guck, das ist eine Ferkeltaxe. Viele wissen damit gar nichts anzufangen, ne? Weil die gab es halt nur in ländlichen Räumen, nicht in irgendwelchen Großstädten oder ähnliches. Auch im Modellbahnland fährt der Schienenbus nicht auf allen Gleisen. Die Strecke der Preßnitztalbahn ist selbstverständlich Zügen auf schmaler Spur vorbehalten. Hier gezogen von der bekannten 4K. Und das alles im besucherfreundlichen Riesenmaßstab 1:32. Da lässt sich vieles realistisch darstellen. Wie die Szenerie am Bahnhof von Jöhstadt. Martina Hübner ist Geschäftsführerin im Modellbahnland. Sie schaut naturgemäß mehr auf die Zahlen als auf die Züge. Wir haben 2019 unser bestes Besucherjahr gehabt. 2019 sind wir knapp an 30.000 Gästen rangekommen, waren jetzt im Januar und Februar auf einem sehr, sehr guten Weg. Ja, und dann kam die Schließung. Nach einem ersten Schreck machten die Mitarbeiter das Beste aus der misslichen Lage. Sie nutzten die besucherfreie Zeit für Arbeiten am Detail. Die Platte ist riesengroß und Sie sehen schon auch noch einige leere Flecken. Und da kommt immer dann das eine oder andere Gebäude dazu. Und in diesem Jahr haben wir einen Bärenstein gebaut, die Pension Schmiede. Da Anlagenchef Sven Karras noch niemals einen Lockdown erlebt hat, machte er sich von Anfang an Sorgen. Daher spielte er die möglichen Folgen des langen Stillstands zunächst einmal im Kopf durch. Theoretisch kann nichts passieren, wenn die Züge in ihren Heimatbahnhöfen stehen, ne? Und der Computer aus ist, weil es ist ja nichts weiter, als wenn du mehrere Tage zumachst. Innerlich habe ich nach 2 Monaten gedacht, na hoffentlich klappt das dann. Zum Glück klappte es tatsächlich. Als das Modellbahnland im Sommer wieder öffnen durfte, setzten sich die Züge ohne Probleme in Bewegung. Zumindest im Großen und Ganzen. Störungen sind aufgetreten, weil sich natürlich immens viel Staub gebildet hat, ne? Und der erstmal gereinigt worden musste. Aber ansonsten, das ist genau so, wie wir sie ausgeschaltet haben, habe ich sie wieder eingeschaltet. Jetzt hoffen Sven Karras und seine Mitarbeiter auf ein besseres Jahr 2021. Schließlich steht dann ein großer Geburtstag ins Haus. Europas größte Spur-1-Anlage mitsamt seiner Ferkeltaxe wird dann 20 Jahre jung. Zurück in Schönberg beim Wochenendfahrtag der Wiesentertalbahn. Gut 2 Stunden später. Die Reisegruppe aus Amberg in Bayern, die hier zusteigen sollte, ist doch noch gekommen. Ihr fahrt ja einigermaßen pünktlich über die Deutsche Bahn. 10 Minuten Verspätung und das hat für uns natürlich einen Haufen Zeug ausgemacht, dass wir erst 2 Stunden später gekommen sind. Und wir haben seit September 2014, seitdem wir die Wagen haben,
keinen Zugausfall wegen technischem Mangel. Oi, traumhaft. Das gibt's bei uns nicht. Also gut, dann nehmen wir Platz zu deinem Zug, gell? Dankeschön. Hinein in den gut 60 Jahre alten Schienenbus. Die Amberger sind Eisenbahnfans und genießen die Tour von Anfang an. Der Schienenbus als Speisewagen. Johann Pressel organisiert die Eisenbahntouren der Amberger Reisefreunde. Typisch Hausmannskost. Das ist Hausmannskost, ja. Okay. Wird auch von Leuten aus dem Verein gebacken. Wird so alles, alles selbst gebacken. Okay. Schmeckt immer gut. Weiß ich. Für mich gibt es nichts Besseres als welche solche Idealisten, die einfach sagen, hier möchte ich die Eisenbahn noch im Nahverkehr oder auf solchen Nebenbahnstrecken einfach aufrechterhalten. Ja, das ist die alte Technik halt noch, alles mechanisch, nicht viel elektrisch, elektronisch, es ist noch zum Anfassen, es ist schon faszinierend, sowas in der Zeit noch zu erleben. Ja. Man sieht ja, wie innovativ da die damals waren. Es hat ja da unklappbare Sitze gegeben für die Vor- und Rückfahrt, also dass man immer in Fahrtrichtung war, war heute keinen Ingenieur mehr einfällt. Die Vielfältigkeit und dass es noch Menschen gibt, die sowas aufrechterhalten. Sowas muss man unterstützen. Damit es noch lange so geht, setzt die Wiesentertalbahn auf den Nachwuchs. Leon ist 14 und hat große Ziele. Also Lokführer ist geplant bisher. Ja, ich gucke auch manchmal Lokführer über die Schulter. Guck, was der so macht, was Tolles. Lern auch dabei was. Das ist selber zu Hause habe ich auch ein bisschen was zum Üben. Ich denke mal, ich bin auf dem richtigen Weg. Lokführer Christian Pötzsche ist auch gerade erst 22 Jahre alt. Sonst fährt er große Güterzüge. Der ehrenamtliche Job im Triebwagen ist für ihn eine schöne Herausforderung. Das Fahren an sich ist viel aufwendiger. Man muss auf viel mehr Sachen achten. Das macht deutlich mehr Spaß, als mit einer E-Lok zu fahren. Bei einer modernen Lokomotive habe ich, die fährt ja quasi alleine im Vergleich zu so einem Fahrzeug. Der Schienenbus, der Retter der Nebenbahnen im letzten Jahrhundert. Und auch in unserer Zeit hat er wieder eine Bahn gerettet. Die Wiesentertalbahn. Die ist dadurch gerettet worden. Ja, also Dieselfahrzeuge als leichte Fahrzeuge auf dieser Strecke sind ideal geeignet, um hier den Betrieb weiterzumachen. Und daher wünschen sich Astrid und Michael Rauchfuß nur eines. Viele Fahrgäste auf der Wiesentertalbahn. Ja, die viel Freude haben.